Ja, heute machen wir erstmal Stehmeditation. Steht bitte auf und achtet darauf, dass die Füße nicht zu nahe beieinander sind, so ungefähr eine Fußlänge voneinander entfernt. So habt ihr eine stabile Stehposition. Dann macht euch klar, wie ihr jetzt gerade steht. Von der Schädeldecke bis zu den Fußsohlen. Das ist jetzt Stehen. Benennt das im Geist als Stehen. 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 Dann gehen wir durch den Körper, versuchen festzustellen, welche Empfindungen im Körper auftauchen. Fang an der Schädeldecke an. Schaut euch das genauer an, ob da irgendwelche Empfindungen sind an der Schädeldecke. Ist vielleicht Jucken oder Kribbeln? Hitze oder Kälte, vielleicht fühlt sich's trocken an oder feucht, ihr wisst es. Dann gehen wir zur Stirn. Stellen fest, ob da irgendeine Empfindung ist. Vielleicht Anspannung. Wenn da Anspannung ist, entspannt euch. Wenn da gar keine Empfindung ist, so wisst ihr das auch. Dann gehen wir zu den Augen. Zur Augenpartie, also die ganze Partie um die Augen herum. Wie fühlt sich das an? Ist da irgendeine Empfindung? Dann wissen wir das. Versucht ganz entspannt zu sein. Geht zu den Schläfen, fühlt, ob da eine Empfindung auftaucht. Ist die Ohren. Ist die Wangen. Geht langsam jeden Flecken eures Körpers durch und stellt fest, ob da irgendwelche Empfindungen wahrnehmbar sind. Geht zur Nase. Fühlt, wie der Atem in die Nase einfließt und wieder ausfließt. Wenn er einfließt, ist es ein kühler Wind. Wenn er aus dem Körper wieder ausfließt, aus der Nase ausfließt, dann fühlt er sich warm an. Wir wissen das. Achtsamkeit weiß das.
verändern den Atem nicht, schauen nur dem natürlichen Atem zu. Dann gehen wir zum Mund. Da fühlen wir, wie die Lippen sich berühren. Fühlen die Mundwinkel. Im Mund fühlen wir die Zunge, wie sie die Zähne berührt und den Gaumen. Die Feuchtigkeit im Mund. Dann wissen wir, das Kinn und ob da irgendeine Empfindung ist. Den Hals. Den Hinterkopf. Und den Nacken. Ist da irgendwelche Anspannung? So wisst ihr das und versucht zu entspannen. Dann wissen wir die beiden Schultern und stellen Empfindungen fest, die da in den Schultern auftauchen. Sind sie auf gleicher Höhe oder ist eine Schulter weiter oben, eine hängt nach unten? Wir wissen es. Dann gehen wir beide Oberarme entlang. Langsam runter bis zu den Ellbogen und Unterarmen. Stellen fest, ob da irgendeine Empfindung ist. Wir fühlen, wie rechte Hand das linke Handgelenk festhält. Als Druck. Wir wissen die Hände, Handflächen, Handrücken, die Finger und stellen fest, ob da eine Empfindung ist. Es ist oft ein kribbelndes Gefühl in den Fingerspitzen. Ihr wisst, was immer da für Empfindungen auftauchen. Dann gehen wir zum Oberkörper. Stellen fest, ob irgendwelche Empfindungen in der Brust, im Oberkörper auftauchen. Ist man den oberen Teil des Rückens, Schulterblätter.
Wir wissen, der Rücken ist gerade. Und wir wissen den Unterkörper. Und wissen, ob da irgendeine Empfindung ist. Dann gehen wir langsam die Oberschenkel runter bis zu den Knien und stellen Empfindungen fest, die da eventuell auftauchen. Wir wissen die Knie, die Unterschenkel. Die Fußgelenke, Fußrücken und die Fußsohlen und Zehen. Wir fühlen, wie die Fußsohlen am Boden aufkommen, also wie sie den Boden berühren. Da ist Druck, so eine Empfindung von Druck. Wir wissen, ob wir da Härte spüren oder vielleicht fühlt es sich weich an, heiß oder kalt. Wir wissen das. Das Hauptaugenmerk oder das Hauptobjekt in der Stehmeditation sind die Fußsohlen. Wir wissen, was da für eine Empfindung in den Fußsohlen auftaucht, während wir stehen. Wenn der Geist abschweift und denkt, träumt, was auch immer den Geist ablenkt, in dem Moment, wo wir es merken, dann benennen wir das als Denken, Träumen, Erinnern. Und dann bringen wir die Achtsamkeit wieder zurück zu den Fußsohlen. Das ist unser Hauptobjekt in der Stehmeditation. Welche Empfindung ist da in den Fußsohlen? Buddha hat gelehrt, dass Meditation in jeder Körperposition praktiziert werden kann, ob sitzen, gehen, stehen oder liegen. Stehmeditation ist die schwierigste Meditation. Es ist nicht so einfach, lange zu stehen. Man stellt fest, dass nach 10, 15 Minuten schon ziemlich viel Hitze im Körper entsteht. Das Feuerelement macht sich dadurch klar. Also der Körper besteht ja aus vier Elementen. Und beim Stehen sieht man sehr genau dieses Feuerelement, wenn eben Hitze im Körper entsteht. Es kann so weit gehen, dass richtige Schweißausbrüche da folgen. Und vor allem in den Fußsohlen kann man sehr viel Hitze feststellen. Das ist aber auch sehr gut. Es hat eine starke heilende Wirkung auf den Körper. Wir hatten hier schon viele Leute, die Allergien hatten, die sie durch keine Medikamente irgendwie los wurden. Aber durch Stehmeditation konnten die diese Allergien wirklich überkommen. Und dazu muss man halt sehr viel stehen, wirklich mehrere Stunden am Tag diese Stehmeditation praktizieren. Die Fußreflexzonen werden durch diese Hitze stimuliert und das hat eine heilende Wirkung auf den Körper.
Beim Stehen ist auch das Erdelement sehr klar. Das ist, wenn man fühlt, wie die Fußsohlen den Boden berühren, dann ist da Härte. Gefühl von Härte und Stabilität. Das ist das, das ist eine Charakteristik oder ein Merkmal des Erdelements. Wohingegen Hitze und Kälte eben dieses Feuerelement charakterisiert. Macht euch klar, wie ihr gerade steht. Es ist jetzt stehen. Stehen. In der Stehmeditation haben wir auch gute Energie. Es ist schwieriger, im Stehen einzuschlafen als im Sitzen. Und gute Konzentration. Die braucht man auch, um eben lange stehen zu können. Wisst, wie ihr steht. Von der Schädeldecke bis zu den Fußsohlen. Macht euch die Stehposition klar. Falls ihr beim Stehen das Gefühl habt, dass da Schwindel auftaucht oder der Körper schwankt, dann könnt ihr auch die Augen öffnen. Bis dieses Gefühl verlischt, schließt die Augen wieder. Versuch beim Körper zu bleiben. Lass den Geist nicht wandern, abschweifen. Wenn ihr feststellt, der Geist ist am Denken, dann benennt es als Denken, Denken und bringt die Achtsamkeit zurück zur Stehposition, zu der Empfindung, die ihr da in den Fußsohlen feststellen könnt. Versucht, die Füße nicht zu bewegen. Bleibt in dieser Position. Man entwickelt auch viel Geduld und Ausdauer bei dieser Stehmeditation. Guckt euch jetzt den Geist an. Ist der Geist ruhig oder ist er unruhig? Wie fühlt sich der Körper an? Ist da Schmerz oder Hitze? Dann wechselt langsam die Position und setzt euch hin. Dann macht das langsam und betrachtet das Gefühl, das im Körper jetzt ist, wie sich dieses Gefühl, diese Empfindung verändert, wenn ihr euch setzt, wenn ihr die Position verändert. Setzt euch langsam hin und betrachtet das Verändern des Geistes und das Verändern des Körpers. Dann kommt in eine komfortable Sitzposition und werdet euch dieser Sitzposition bewusst.
wisst, wie ihr die Hände haltet, rechte Hand auf der linken. Die gekreuzten Beine. Wenn es möglich ist, rechtes Bein auf dem linken Bein. In der sogenannten Halblotus- oder Viertellotus-Stellung. Und ihr wisst, dass jetzt sitzen. 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 Versucht, einen geraden Rücken zu haben, geraden Nacken. Gerade, aber nicht steif. Wenn da zu viel Anspannung ist, dann entwickelt sich Konzentration nicht so gut. Soll gerade, aber trotzdem entspannt sein. Es kann hilfreich sein, zwei-, dreimal die Schultern hochziehen und wieder runterfallen zu lassen. Dann kommt man meist in eine natürlich gerade Sitzhaltung. Und beim Sitzen bringt ihr die Achtsamkeit zur Bauchdecke. Zwei bis vier Finger überm Nabel. Konzentriert euch auf den Punkt und versucht zu sehen, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt, während ihr atmet. Beim Einatmen ist da diese ausdehnende, diese hebende Bewegung. Beim Ausatmen ist diese senkende Bewegung. Und wir benennen das im Geist. Wenn die Bauchdecke sich hebt, als heben. Und wenn sie sich senkt, als senken. Heben. Senken. Wenn der Geist abschweift, dann wisst ihr, da ist Denken. Benennt es, Denken, Denken und versucht es loszulassen und kommt zurück zum Hauptobjekt, zum Heben und Senken der Bauchdecke. Immer dafür Gedanken auftauchen, sind jetzt nicht wichtig. Ob es gute Gedanken sind oder schlechte Gedanken, wir wissen es einfach nur, da ist Denken. Wir machen uns keine Vorwürfe oder werden ungeduldig, es ist einfach nur Denken. Lassen wir es los und kommen zurück zur Bauchdecke. Versucht zu sehen, wie die Atmung im gegenwärtigen Moment ist, wie sie sich anfühlt. Ist der Atem tief oder flach, lang oder kurz? Wir wissen es. Wir sind achtsam im gegenwärtigen Moment.
Betrachtung des Atems hilft uns eben, gute Konzentration zu entwickeln. Wir nennen das eigentlich noch Samatha-Meditation, Konzentrationsmeditation. Wenn wir aber feststellen, dass der Geist jetzt konzentriert ist, dass er ruhiger geworden ist, dass weniger Gedanken auftauchen, dass er eben weniger abschweift, dann können wir anfangen, den Geist etwas zu öffnen und wir machen Körperbetrachtung. Die Betrachtung, die wir heute machen, nennt sich Panchakamatthana, die fünf äußeren Objekte des Körpers zu sehen, zu betrachten. Dazu gehen wir zuerst eben wieder zur Schädeldecke und versuchen, die Kopfhaare zu sehen. Versucht sie wirklich zu visualisieren. Wie sehen die Kopfhaare aus? Eure eigenen Kopfhaare. Ihr versucht, die von euch selbst aus, von innen, vom Körper aus zu sehen. Welche Farbe die Haare haben, welche Form, wie kurz oder lange sie sind. Vielleicht könnt ihr sehen, wie sie aus der Haut wachsen, aus der Kopfhaut. Ein Haar neben dem anderen. Zwischen den Haaren ist immer ein bisschen Kopfhaut. Versucht das zu visualisieren. Wenn ihr es nicht sehen könnt, macht auch nichts. Dann nehmt einfach euer Erinnerungsvermögen her. Ihr wisst, ihr habt es irgendwo im Gedächtnis, wie die Haare aussehen. Und benutzt dieses Wissen. Ihr wisst die Kopfhaare. Die Kopfhaare verändern sich. Als ihr Kleinkinder wart, hatten sie vielleicht eine andere Farbe, waren feiner, haben sich verändert, als ihr erwachsen wurdet, und sie werden sich verändern, wenn ihr älter werdet. Es werden weniger Haare, sie werden grau oder weiß. Das ist ganz normal, das ist die wahre Natur des Körpers. Er verändert sich. Ihr wisst, sie verändern sich jeden Tag. Ihr müsst sie waschen, bürsten. Sonst werden sie eben schmutzig, werden fettig und haben einen schlechten Geruch. Verfilzen sich. Ab und zu müssen sie geschnitten werden. Sonst würden die eben endlos wachsen. Es ist dauernde Veränderung da. Das Kopfhaar verändert sich. Normalerweise schauen wir uns das nie genauer an. Jetzt schauen wir uns das eben mal an. Die wahre Natur von Körper und Geist. Die wahre Natur von Kopfhaar. Dann
Dann geh mal die Stirn runter zu den Augenbrauen und versuchen, die Augenbrauen zu sehen. Welche Farbe die haben, welche Form, wie sie da aus der Gesichtshaut wachsen. Versuch das zu sehen. Wenn es nicht sehen könnt, dann wisst es. Ihr wisst die Augenbrauen. Geh mal zu den Augenlidern und versuchen, die Wimpern zu sehen. Seht, wie dieses Körperhaar da aus den Augenlidern wächst. Welche Form, welche Farbe die Wimpern haben. Geh mal wieder zur Nase und fühlen, der kühle Wind in die Nase einfließt beim Einatmen und ein warmer Wind aus der Nase rauskommt, wenn wir ausatmen. Geh mal zum Mund und in den Mund und versuchen die Zähne zu sehen. Das sind so kleine weiße, weiß-gelbliche Knochen, die da aus dem Zahnfleisch wachsen. Versucht sie zu sehen. Geht von einem Zahn zum anderen. Die haben alle eine andere Form, sind verschieden. Manche haben vielleicht schon eine Füllung. Oder vielleicht habt ihr schon falsche Zähne. Versucht sie euch genauer anzusehen. Versucht den Unterschied zwischen Zahnfleisch und dem Zahn zu sehen. Das Zahnfleisch begrenzt den Zahn. Eine andere Farbe, andere Form. Schaut mal genauer hin. Wenn ihr es nicht sehen könnt, wisst ihr es. Benutzt eben euer Gedächtnis. Ihr wisst, wie die Zähne aussehen. Ihr habt es im Spiegel gesehen. Und ihr wisst, ihr müsst euch darum kümmern. Sie verändern sich dauernd. Jeden Tag müsst ihr sie putzen, reinigen. Weil sich Essensreste zwischen den Zähnen sammeln und dann eben ein fauliger Geruch vom Mund kommt, wenn man die nicht dauernd reinigt. Und wie oft ihr die auch putzen mögt, die bleiben nicht sauber, werden immer wieder schmutzig. Das ist die wahre Natur der Zähne.
verändern sich dauernd. Als ihr Kinder wart, hattet ihr Milchzähne, sind irgendwann alle ausgefallen, habt ihr eure zweiten Zähne bekommen. Und bei manchen geht es jetzt schon los, dass sie halt falsche Zähne haben. Sie sind vergänglich. Irgendwann fallen sie alle aus. Das ist die wahre Natur der Zähne. Die wahre Natur des Körpers. Es ist uns immer unangenehm, das wirklich zu sehen, uns das anzusehen. Das sind nicht die Dinge, die wir sehen wollen an unserem Körper. Aber es ist nun mal die Wahrheit. So ist der Körper nun mal. Er ist vergänglich. Verändert sich dauernd. Und da ist gar nichts falsch dran. Es wird nur zum Problem, wenn wir es nicht akzeptieren können. Wenn wir am Körper haften als etwas Bleibendes, Unveränderliches, ewig jung, ewig schön, ewig kräftig, dann leiden wir. Im Grunde, dieser Körper ist ja schon leidhaft, weil er sich verändert, weil er alt wird, weil er krank wird und irgendwann eben sterben muss. Aber wenn wir uns das schon jetzt schon genauer ansehen und das lernen zu akzeptieren, dann leiden wir nicht geistig auch noch drunter. Da ist es, wo wir dran arbeiten können. Buddha hat immer nur gelehrt, wir können das Leid im Geist überkommen. Das körperliche Leid, das kannst du nicht überkommen. Du kannst was tun, dass es nicht zu viel wird. Du fütterst den Körper, gibst ihm was zu trinken, Medizin, wenn er krank ist, Exercise, irgendwelche Übungen, gibst ihm Schlaf, damit er halt lange kräftig und gesund bleibt, aber es ist kein Weg aus. Irgendwann wird er halt alt, krank und muss sterben. Das ist die wahre Natur des Körpers. Dann gehen wir wieder aus dem Mund raus und zum Kinn, zum Hals, beide Schultern entlang, beide Arme entlang bis zu den Händen, zu den Fingern. Und da sehen wir die Fingernägel, wie die aus der Haut an den Fingern wachsen. Welche Substanz diese Fingernägel haben, welche Form, welche Farbe. Schauen uns das jetzt genauer an. Wir versuchen, die Fingernägel zu sehen. Auch die sehen alle verschieden aus. Wir haben 10 Fingernägelplatten. Eine rosa Farbe und so ein kleiner weißer Halbmond an den Wurzeln der Fingernägel. Versuch die zu sehen. Wenn ihr sie nicht sehen könnt, wisst sie. Und ihr wisst, dass auch die sich verändern. Die wachsen dauernd.
müsst sie schneiden, säubern, feilen. Unter den Händen sind die Füße und da sehen wir die Zehennägel. Versucht jetzt die Zehennägel zu visualisieren, zu sehen. Wie die aus der Haut an den Zehen wachsen, welche Substanz sie haben, sind härter als die Fingernägel. Haben auch eine andere Form. Schaut euch jetzt die Zehennägel genauer an. Auch die verändern sich. Wenn ihr sie nicht schneiden würdet, würden die einfach endlos wachsen. Dann können wir sehen, dass jeder Zeh in ein kleines Hautsäckchen eingewickelt ist. So die Zehen stecken da in so kleinen Hautsäckchen. Versucht die Haut zu sehen, wie sie die Fußsohlen umhüllt. Fußrücken, die Fersen, die Fußgelenke, die Unterschenkel, Knie, die Oberschenkel, das Gesäß, den Unterkörper, den Rücken und Oberkörper, Brust, die Schultern, die Oberarme, Ellbogen, Unterarme, Hände und Finger. Finger stecken da auch in so kleine Hautsäckchen. Den Hals und dann der ganze Schädel. Sehen, wie der ganze Körper von dieser Haut umhüllt ist. Es ist so ein Hautsack, der gefüllt ist mit allen möglichen Unrat. Es sind Knochen drin und Muskeln. Gedärme, Leber, Nieren, Lunge, Herz, Milz, Gallen, Blase und das Gehirn.
alle möglichen Flüssigkeiten wie Blut, Eiter, Schleim, Rotz, Fett, Galle, Speichel. So alles Mögliche da drin, dass sich eigentlich das nicht besonders schön ist. Man sieht, wenn man den Körper sich ohne Haut vorstellen würde, dann wäre nicht sehr attraktiv. So was wir immer schön an anderen finden, an unserem eigenen Körper oder an dem Körper von anderen, ist eigentlich nur dieser Hautsack. Wenn man eine schöne Frau oder einen schönen Mann sieht, dann kann man sich die ohne Haut vorstellen. Ist nicht mehr viel übrig von dieser äußeren Schönheit. Die Haut verändert sich. Als Kleinkind hat man sehr weiche, sanfte Haut, flexibel. Auch noch wenn man Teenager ist. Aber wenn man älter wird, dann wird die Haut eben faltrig, trockener, ist nicht mehr elastisch. Das ist normal. Das ist die Natur dieses Körpers, dieser Haut. So bei uns und bei jedem anderen. Die wir lieben, die wir hassen, ist bei allen dasselbe. Das ist halt der Körper. Wir können auch sehen, wie die Haut sich täglich verändert. Man badet, man duscht, nimmt Seife, schaut, dass man einen guten Geruch am Körper hat. Es dauert nicht lang, dann fängt der Körper wieder an zu stinken. Eben weil aus dieser Haut halt alles Mögliche austritt vom Inneren des Körpers. Schweiß, Fett. Ist normal. Man kann ihn so viel waschen, wie man will. Er wird nie richtig sauber. Ihr könnt das sehen, wenn ihr ein saures Stück, Kleidungsstück habt. Ihr wascht das Kleidungsstück, es ist sauber. Und sobald es mit dem Körper in Berührung kommt, wird es schmutzig. Der Schmutz ist nicht in dem Kleidungsstück, sondern im Körper. Und auch da ist eben nichts falsch dran. Das ist halt die wahre Natur des Körpers. Wir müssen es uns nur ab und zu ansehen, wie dieser Körper wirklich ist, wie er wirklich aussieht. Und das auch akzeptieren. Wenn wir uns das immer wieder ansehen, immer wieder klar machen, entsteht Weisheit im Geist. Weisheit, die dazu führt, dass wir loslassen können, dass wir nicht so sehr an unserem Körper haften. Das Haften am eigenen Körper ist in allen sehr stark. Und nicht nur Haften an unserem Körper, sondern auch am Körper von anderen. Wenn wir es bei uns selbst verstanden haben, wenn wir den eigenen Körper verstehen, dann wissen wir, dass das auch bei allen anderen so ist. Ob wir sie mögen oder nicht mögen, ist bei allen dasselbe.
diese Übung, diese fünf äußeren Körperobjekte zu betrachten, ist eine ganz wichtige Meditationsübung im Buddhismus. Jeder Mönch, so bei der Ordination, wenn er Mönch wird, erhält diese Übung, diese Panchakamatana-Übung, schon bei der Ordination von Lehrer, der ihn ordiniert. Das ist die erste Meditationsanweisung, die ein Mönch erhält, dass er sich diese fünf äußeren Körperobjekte genauer ansieht. Das Kopfhaar, das Körperhaar, die Haut, die Zähne und die Nägel. Vorwärts und rückwärts, also von der Haut dann wieder zu den Zähnen, zu den Nägeln, zum Körperhaar und zum Kopfhaar. Wenn ihr seht, dass der Geist ruhig ist, dass er konzentriert ist, dann versucht das öfter zu betrachten. Guckt euch den Körper genauer an, wie er wirklich ist. Für diese Sitzung ist es dann genug. Bevor wir aus der Konzentration rauskommen, schauen wir uns jetzt nochmal den Geist an. Wie fühlt sich der jetzt an? Ist der Geist ruhig, konzentriert? Dann wissen wir, was wir gemacht haben, um diese Konzentration zu erreichen. Seht euch wieder Ursache und Auswirkung an. Wie habe ich meditiert, wie habe ich praktiziert, um diese Geistesruhe zu erlangen? Wenn der Geist nicht ruhig ist, dann wisst ihr auch, warum. Was ist die Ursache? Ist es, weil der Schmerz im Körper ist? Oder weil da Aversion ist gegen die Praxis? Gegen die Übung, gegen den Lehrer? Gegen den Platz? Was auch immer. Oder weil da Begierde ist? Der Wunsch, irgendwas anderes zu machen. Oder vielleicht Zweifel an der Methode, am Lehrer oder an einem selbst. Oder weil da geistige Unruhe ist, viele Gedanken. Oder das fünfte Hindernis, weil da Müdigkeit ist. Schaut euch das immer genau an und überprüft das, bevor ihr aus der Konzentration wieder rauskommt. Dann wissen wir wieder, wie wir gerade sitzen, in welcher Position, wie wir die Beine und die Arme halten, die Hände. Dann bringen wir die Achtsamkeit zu den Händen und bringen langsam die rechte Hand zum rechten Knie. Die Achtsamkeit folgt der Bewegung. Sollen immer langsam und achtsam aus der Konzentration austreten. Dann bringen wir linke Hand zum linken Knie. Dann heben wir beide Hände und falten sie vom Herzen in Form einer Lotusknospe. Und wir teilen das Gute, das wir jetzt gemacht haben, mit allen Wesen. Erst immer mit denen, die wichtig in unserem Leben sind. Eltern, Lehrer, die, die wir lieben, Freunde, Familie. Dann teilen wir es mit neutralen Wesen, die wir nicht so gut kennen oder gar nicht kennen. Und dann auch mit den Wesen, die wir nicht mögen. Zum Schluss wiederholen wir im Geist, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen friedlich sein, mögen alle Wesen frei sein von Leid.
Und wenn ihr fertig seid, kommt raus aus der Konzentration.